Heute wird mit der Gabel nicht gegessen. Du fragst dich, was man damit sonst noch Kreatives anstellen kann? Ich zeig's dir. Ich liebe ja selbstgemachte Karten und heute zeige ich dir eine tolle Idee, die ihr auch mit Kindern super umsetzen könnt. Ich wünschte, ich hätte den Trick mit der Gabel schon als Kind gekannt. Diese Osterkarten sind nämlich ratzfatz gebastelt und trotzdem total schön. Ich bin nämlich vor Ostern als Kind meist in Stress geraten, damit auch wirklich jedes Familienmitglied eine schöne Karte von mir bekommt. Selbst die Kleinsten können die Gabel in die Farbe tunken und anschließend rundherum aufs Papier drücken. Also egal ob im Kindergarten oder zu Hause mit Kleinkindern, als Ostergeschenk für Oma und Opa oder einfach als Beschäftigung in den Osterferien, das macht jedem Spaß. Ist die Karte nicht süß geworden?